Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine kenne der meine nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Oh.
Horizon Zero Dawn. Ja, und damit begrüße ich euch alle recht herzlich zu einem Let's Play von Horizon Zero Dawn. Ich darf das ja jetzt auch spielen um genau 0 Uhr. Andere haben das ja schon vorher geschickt bekommen, das heißt, die haben eine CD. Ich durfte es allerdings am 28. schon runterladen und heute leider erst anfangen zu spielen. Das heißt, es sind schon ein paar Versionen draußen. Ich wollte euch allerdings das Intro auf keinen Fall vorenthalten. Ja, nun gut. Jetzt sind wir da und schauen uns das Ganze mal an. In den Einstellungen. Rotkrümel-Navigation, auch nicht schlecht. Okay, das ist alles... Ups. Falsche Taste. Das ist eigentlich alles bekanntes Zeug, was man so kennt. Musik, also Audio und so ein Zeug. Grafik. Nicht verfügbar. Okay, alles klar. In den Extras, die Mitwirkenden und die Urheberrecht und Markenzeichen. Anzeige. Okay, schön. Nun gut, dann beginnen wir mal ein neues Spiel. Auf geht's. Normal natürlich. Aloy! Aloy! Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Das ist so unfair. Oh, komm schon. Aufpasser Fuzzi. Das ist auch sehr cool, der Name, muss ich echt sagen. Ratten. In einem. Naja. Endzeit-Game. Einen Namen zu haben, der mit Rost zu tun hat. Okay, ich gehe nochmal zurück. Ich hätte hier drüben noch irgendwie eine Regel gefunden. Ich möchte eigentlich da noch nicht entlang gehen. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Ah. Hier wären wir also lang gekommen, wenn wir den normalen Weg gegangen wären. Ach ja, okay. Ziemlich cool. Ich dachte, da kommt man raus wegen dem Licht und alles Mögliche, aber anscheinend nicht. Okay. Gut zu wissen.
Wollte sie jetzt nicht? Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Ja, würde ich auch sagen. Kleine Aloy. Ich muss sagen, die Grafik ist schon ziemlich nice. Viele Details. Das Spiel insgesamt war, 43 GB groß. Also hat ungefähr so... wie lange hat denn das gedauert? 4 Stunden, bis das runtergeladen war? Also mit meiner Bambusleitung ist leider nicht so viel möglich. Ich kann leider nur 4 Megabyte pro Sekunde downloaden, aber... nun ja. Ja, der Release-Termin. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich am Anfang ziemlich geärgert, da sehr viele Let's Player und alles mögliche das Game schon... vor dem Release hatten und das dementsprechend auch spielen konnten. Dementsprechend ärgere ich mich da so ein bisschen über diese ganzen Shops, die das jetzt schon sehr viel früher rausgeschickt haben. Was? Ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Ja, der ist nicht da. Ja, dementsprechend ist es auch schwer für Leute, die, oder für Let's Player, die halt so ein bisschen auch, neu in der Branche sind, wie ich ja eigentlich schon, so ein bisschen, da irgendwie mal Fuß zu fassen und vielleicht den einen oder anderen noch abzusahnen, also den Erfolg abzusahnen. Aber ich glaube, das Game selber zu spielen, macht das alles so ein bisschen wett. Ich finde das schon echt mega geil. Entschuldigt bitte, dass ich hier so langsam durchlaufe, aber Wahnsinn. Ich möchte das nicht allzu schnell machen, sondern einfach das alles mal so ein bisschen genießen und angucken. Auch mal in live. Aber wie gesagt, erstmal nur so ein paar vereinzelte Trailer und Videos gesehen. Ist auch schön, wie sie die Treppen hoch kriecht oder stolpert vielmehr. Krabbelt. Ist schön, dass wenn man schleicht, sie das natürlich komplett auch die komplette Treppe hoch macht. Die ganze Gegend scheint ein bisschen instabil zu sein. Der Controller, der ist nur noch am vibrieren. Da vorne ist irgendwas. Da gehen wir doch gleich mal hin. Es sind auch überall irgendwelche Sachen in den Nebenräumen. Also noch ziemlich viele schöne Dinge zum Erkunden bestimmt. Was ist das? Ein Toter! Yeah, die erste Leiche. Wunderbar. Sowas sieht man doch gerne, oder? So, da hier werden wir wahrscheinlich runterstürzen. Na gut, dann machen wir mal. Hinter uns ist ja nichts mehr groß. Ey, guckt euch doch mal bitte das Lichtspiel an der Wand an. Das Sonnenlicht, das über das Wasser reflektiert und gegen die Wände geworfen wird. Das ist einfach nur absolut episch. Für all diejenigen, die fragen... Das Game spiele ich auf der normalen PlayStation, also nicht auf der Pro. Aber wir nehmen das Teil jetzt erstmal. Aber der sieht noch gut aus. So einigermaßen.
Böses Gerät, ganz böses Gerät. Und damit hätten wir unseren... Überall. Wie macht es das? Damit hätten wir dann unseren Fokus auch gefunden und benutzen den auch schon ganz fleißig. Finde einen Ausweg. Ja, dazu müssten wir wahrscheinlich da hier hoch. Brandschutztür verstärkt. Verschlüsselungsintegrität erhalten. Verschlussintegrität, so rum ist richtig. Mit R3 kann man das ein- und ausschalten. Das tun wir doch auch mal. Haben wir sonst noch irgendwas Lustiges hier in der Gegend? Außer den schicken Toten, der hier liegt. Jetzt mal trotzdem ernsthaft. Die Details auf dem Teil, die sind mal mega. Na komm, Aloy. Dann sehen wir zu, dass wir hier mal rauskommen. Wo geht's denn da hin? Na, guck mal. Achso, wir müssen... Ach ja. Müssen wir auf die andere Seite dieser Wand, scheint mir. Schön überall diese leuchtenden Lichter. Sieht die alte Technik, die hier noch irgendwo existiert, zumindest physisch. Man sagt ja immer, ein Elektrogerät, das kriegt nur oder wird nur Leben eingehaucht, wenn Strom fließt. Ist ja auch richtig so. Geht ja auch nicht anders. Aber die Geräte hier sind alle schon lange, lange, lange nicht mehr in Betrieb. Doch durch dieses Gerät sehen wir das alles trotzdem nochmal. Und da oben können wir ein Banner lesen oder ein Logo, das Faro. Wahrscheinlich irgendeine Firma. Firma Faro oder sowas. Oder Corporation oder so. Irgendwas in der Richtung. Ziemlich coole Sache das. So, das Ding müssen wir mit Strom versorgen anscheinend. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Holoschloss im Uhrzeigersinn drehen. Drehen das mal im Uhrzeigersinn. Nochmal. Ein Farbwechsel. Und wir haben das anscheinend jetzt eingeschaltet. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe. Ja, hier waren die Kabel. Verstärktes Platinkabel. Das hier ist der ein Holoschloss, Entschuldigung. Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standard-UI-Interface. Nicht verfügbar. Na gut. Wenn der nicht verfügbar ist, dann gehen wir mal wieder hier raus. Nein, aufgemacht haben wir jetzt schon. Wir können da jetzt durch. Ich würde sagen, der Typ da unten, so ein Grab würde ich mir auch wünschen. Halt ohne die Ratten. Nein, Spaß. Ein Farbwechsel an der Tür. Oh, wie toll. Da hinten war man gerade. Sehr, sehr erstaunlich, woher sie weiß, wie man das benutzt.
Mir scheint, dass man hier an dem Gerät irgendwas machen kann. Sprachprotokoll. Datenbeschädigung schwer. Für Direktorin Evans. Kann man... Hallo? Ah, jetzt. Direktor Evans, Eilmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Das noch mal an, ne? Na. Direktor Evans, Eilmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Okay, mehr scheint da nicht zu sein. Und ich glaube, hier werden wir auch nicht so schnell reinkommen. Fürchte ich. Wäre nämlich zu gern mal darüber zu diesem... Schreibtisch. Oder gibt es hier irgendwo einen Weg da rein? Nein. Doch gerne wissen, wie man da hinten hinkommt. Na gut, auf jeden Fall von hier nicht, so wie es ausschaut. Da wind. Nein, das ist was anderes. Okay, da kann man anscheinend auch nicht lang. Ach, das ist eine Ratte. Das dachte ich schon. Ha. Was ist das? Noch so ein Dingsi. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Meinst du, ihr gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber... Wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sehr schönes Hologramm, muss ich sagen. Leider hat der gute Mann das anscheinend nicht besonders überlebt, da er hier irgendwie... Ja, weiter runter kommt man, glaube ich, nicht. Weiter ran kommt man auch nicht. Man könnte meinen, hier unten ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal, weiß nicht, irgendwas implodiert, explodiert. Wobei Explosion ist ja meistens immer etwas, ja, zerstörerischer. Oder irgendein Gas ist ausgetreten. Obwohl das alles hier ordentlich in Mitleidenschaft gezogen hat. Okay, man kann hier hüpfen.
Wieder eine Brandschutztür, verstärkt. Mit Verschlussintegrität. Aber die haben wir schon. Brauchen wir aber nicht, denn wir können uns da durchquetschen. Und sie macht das so klasse, dass sich die Tür wieder halb schließt. Auch nicht schlecht. Okay. Also zurück können wir so anscheinend nicht mehr. Wahnsinn, du. Ein Telefon. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Ja, die Jungs sehen hier echt ungesund aus. Und das war ein Kommunikator, so wie das ausgesehen hat. Da drüben sitzt auch noch einer mitten in der Ecke. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt, Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr irgendetwas. Okay, der hat sich wahrscheinlich gedacht, gut, ich mach das anders. Ich schluck die Medikamente nicht, die sind mir zu doof. Deswegen gebe ich mir die Kugel. Kann man machen, muss man nicht. Wow, ist das hier dunkel. Aber nichts, das man in irgendeiner Art und Weise besuchen könnte oder erforschen könnte, leider. Das sind nur wieder irgendwelche Ratten. Und da endet die Übertragung. Der wollte bestimmt noch irgendwas sagen, was jetzt nicht so besonders nett wäre, ist, wie auch immer. Skylar Rivera. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Ja, jetzt bist du hingekommen, würde ich sagen. Zwar nicht in dieser Welt, aber in einer anderen, bestimmt. Die Erde wird sich bald auflösen, wie Schnee. Die das ist aber keine Frau. Aufhören zu scheinen. Doch Gott